Let's go, Auto wegbringen Ring und drei, Runde 1, Round 1. Den ersten Titelkampf des Abends heute. Okay, Cheap Shot. Beim Shake Hands direkt ein Low Kick. Macht er sich beliebt beim Publikum hier. Schön geblockt, schön pariert man. War ein schneller High Kick. Ich lasse hier noch ein bisschen Zeit. Schöne Logik. Chase, der sah vorher beim Face-Off sehr, sehr abgeklärt und kühl aus. So wirkt er jetzt auch im Kampf für mich. Ich finde, Andriy Teslyan sieht gelangweilt aus. Oder? Irgendwie hat sich kann da ganz kalt aus. Ja. Sein Gesichtsausdruck ist sehr. Er lässt sich davon beeindrucken, dass er gegen den Champion kämpft. Schöner Low-Kick. Ja, ist er Champion? Ich glaube, sie kämpfen jetzt erst um den Titel, oder? Ist er amtierender Champion? Ich denke, ja. Oder WKU-Champion, Entschuldigung, ja, okay, WKU-Champion, ja. FAC-Titel wird ja. Entschuldigung, mein Fehler. Wow, schöner Hook-Kick. Schöner Hook-Kick. Nicht so oft, ja, und sehr schön. Auch gut getroffen, schön auf die Backe. Schwer da die Wucht von oben nach unten zu kriegen, aber wenn man die Technik drauf hat, dann war sauber. Schöner technischer Kampf. Saubere Kombos. Beide halten schön die Distanz. Schöne Low-Kicks. Allgemein sehr schöne Kicks von der blauen Ecke. Sehr schöne Beinarbeit hier, wirklich. Ja. Aber hat auch sehr starke Beine, sehr durchtrainierte Oberschenkel. Pferdeoberschenkel, gell? Ja, gar schon wieder der Pressure Fighter. Die rote Ecke heute Abend hat auf Druck gemacht. Bisher. Ja, der Teslyan steht auch sehr breit, nutzt seine Reichweite und kickt die ganze Zeit viel und macht es dem Gashi schwer reinzufinden in die Distanz und in den Kampf. Seconds out. Die Betreuer bitte aus dem Ring. Ring frei. Runde 2. Die zweite Runde startet auch. Die Menge tobt hier für Gashi. Hat hier auch Teslyan in die Ecke gestellt und feuert hier wilde Kombinationen ab, harte Techniken. Starker Low-Kick.
der Ecke raus. Starke Low-Kicks hier, die Teslian auf den Boden geschickt haben. Lässt ein angeschlagenes Bein, aber vorne wechselt nicht die Auslage. Teslian. Er zeigt hier, er will noch mehr Low Kicks, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich will. Ich glaube nicht, dass er es will. Ja, merkwürdig. Ja, und nächstes Mal. Ah! Wird hier angezählt. Ich denke nicht unbedingt die beste Vorangehensweise, wenn man schon. Wird hier angezählt, wirklich ganz brutal getroffen worden. Da hat er es mit dem High-Kick versucht. Ja, wieso auch nicht? Ich denke, ein, zwei Low-Kicks werden den Kampf hier schon entscheiden. Dreimal angezählt und das vierte Mal. Oh, saftige Low-Kicks hier von Gashi. Ganz saftige, der Kampf ist vorbei. Drittes Mal angezählt in derselben Runde. Der Kampf ist vorbei. Stark gemacht, durch Low Kicks hier den Kampf für sich entschieden. Das Bein, wo ich vorher noch gelobt hatte, dass es so stark durchtrainiert ist und so muskulös, es wurde hier auseinandergenommen. Vielleicht wegen dem großen Muskel. Ja, gute Trefferfläche, gell? Ja. Bam! In der Wiederholung hat man es gesehen, die Low Kicks waren wirklich eiskalt durchgezogen. Stark genommen. Stark gemacht, bam! Das Bein von Teslian fliegt in die andere Ringecke. Ich wäre auch geflogen. Das waren schon starke Tritte. Deswegen hat es mich gewundert, warum er noch angezeigt hat, weiter drauf zu hauen. Sehr stark gemacht von Gashi. Krönt sich hier zum FAC Champion bis 95 Kilo. Starke Leistung, eiskalt gemacht. Und das Bein von seinem Gegner wird er in der Dusche sich am liebsten abschneiden wollen vor Schmerz. Also wenn er jetzt schon so extremen Schmerz im Oberschenkel hat, wenn das Adrenalin nachlässt und der Kämpfer in der Dusche war und der Puls langsam wieder runterfährt, würde ich sagen, dass er morgen sehr, sehr schlecht aus dem Bett kommt. Gut, dass Sonntag ist, aber ich würde mal behaupten, dass die Schmerzen morgen kaum zu ertragen sein werden. Trotzdem sehr stark gemacht hier von beiden Kämpfern. Was für ein Fight, was für Treffer. Sieger durch Knockout Runde 2. Party Gashi. Ja, gutes Sportsmanship. Geht zu deinem Gegner, bedankt sich für den Kampf.